Erkennst du mich nicht? Oder hast du eine Allergie gegen Geld? Hör zu, Pilger. Du und ich, wir können eine Menge Geld verdienen. Du musst mir nur ein paar rote Beete, Radieschen, Pastinaken besorgen. Da ist er! Schnapp ihn, Dad! Er ist ein Mörder! Was? Julian, Luke wurde vergiftet. Von dem Wasser, das du ihm verkauft hast, sagt Bevan. Was? Aber ich verkaufe gar kein Wasser. Lügner! Luke sagt, er hat es von dir! Er dreht völlig durch, redet wirres Zeug und tanzt Feilstanz. Hat er mich sicher nicht erst nach seinem Durchdrehen beschuldigt? Immer langsam. Hast du einen Beweis? Natürlich. Das Wasser war in einer Flasche. Luke hat das Wasser aus einer von deinen Flaschen getrunken. Wenn ich das Karl erzähle, hängen sie dich auf! Bevan, warte! Ich schwöre, ich verkaufe nicht mal Wasser zum Teufel! Wenn du lügst, Julian, mache ich dich kalt. Wenn du also kein Wasser verkaufst, wie ist dann jemand an deine Flaschen gekommen? Wie ich den Scheißkerl Luke kenne, hat er sie wahrscheinlich geklaut. Sieht ihm ähnlich. Selbst wenn, mein Wasser ist so rein wie geschmolzene Schneeflocken. Also, geht's vielleicht um Rache? Für was? Alle lieben mich. Ich hatte noch nie im Leben einen Feind. Warte mal kurz, warte. Scheiße. Außer vielleicht Marco. Dieser Mistkerl. Jetzt, wo ich's mir überlege, der hat mit mir noch eine Rechnung offen. Ist sehr lange her. Naja, egal. Hör zu. Er wohnt über dem ehemaligen jamaikanischen Restaurant westlich von Villador in der Hounfield Lane. Ich habe ihm ein paar Kilo meines besten Mehls für das Wasser gegeben. Beweise, dass er es vergiftet hat und die Hälfte meines Mehls gehört dir. Kannst du das für mich machen? Das schaue ich mir an. Und noch was anderes. Ist mir ein bisschen peinlich. Hans hat vielleicht auch eine Flasche von dem Wasser. Ich dachte, du verkaufst kein Wasser. Tu ich auch nicht, außer... Naja, an Hans und... Kannst du ihn warnen? Er wohnt auch in der Hounfield, ein paar Häuser weiter. Da ist was faul dran, Julian. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit. Andernfalls kann ich dir schlecht helfen. So, das nächste Quest heißt jetzt Prost. Finden Sie Marco, den Wasserlieferant. Und zweitens, finden Sie Hans, den Jäger, bevor er das vergiftete Wasser trinkt. Okay, jetzt würde ich sagen, gehen wir hier jetzt erstmal raus. Dann können wir hier, jawohl, hier kommen wir raus. Öffnen. So, die Mission können wir jetzt bei Tageslicht machen. Das ist ja schon mal sehr schön. So, jetzt haben wir ja die zwei Ziele. Jetzt würde ich aber sagen, wir machen erst das zweite Ziel. Das heißt ja, finden Sie Hans, den Jäger, bevor er das vergiftete Wasser trinkt. Und das würde ich gern als erstes machen, dass wir ihn in der Hoffnung noch retten können. So. Jetzt muss ich hier bloß... Zack, weg mit dir. Zack, das nehme ich natürlich mit. Und dann gehe ich gleich hier hoch. Weil ich laufe gerne immer hier über so Gegenstände, Gebäude. So wie bei Assassin's Creed. Weil wenn du halt unterläufst, musst du durch die ganze Gebäude außen rumlaufen. Und dann musst du die ganze Monster kaputt machen. Oder die Infizierten, sage ich jetzt besser mal. Deswegen finde ich das so besser. Zack, darüber. Und dann auf das Gebäude. So. Aua, geh doch weg. Ich meine, klar, hier auf den Gebäuden sind auch Infizierte. Nein. Na, das war nicht gut. Es sind auch Infizierte, aber nicht so viele wie hier unten. Und du kommst halt schneller von A nach B, das ist ja ganz klar. U-Bahn, okay. So. Ich fühle mich irgendwie besser jetzt, wenn es am Tag ist, als so wie im letzten Video, wo es bei Nacht ist. Das ist nicht so meine Sache. Aber klar, da ist jeder anders. Dann kann ich hier nach oben. Zack, zack, zack. So. Jetzt sind wir nämlich gleich da. 40 Meter.
Aha, da oben. So, und das ist jetzt nämlich so, wie es aussieht, auf dem Balkon. Das heißt, es hätte mir gar nichts gebracht, wenn ich untergelaufen wäre. Von dem her passt es. Hans, bist du da? Antwortet tut niemand. Jetzt muss ich hier kurz mit der Dietriche das Schloss knacken. Ah, so, der ist abgebrochen. Jetzt gehen wir mal eher nach... links ist gar nichts. Ah doch, links ist super. Du brauchst halt immer der richtige Hans. Punkt. Hans! Jetzt rufe ich mal, vielleicht klappt es dann. Aber so wie das aussieht... ist hier kein Hans. Ja doch, ich muss zu der Tür. Was zur Hölle? Halt! Trink das Wasser nicht! Wasser? Das ist kein Wasser. Der Volltrottel muss schon wieder die Flasche verwechselt haben. Der würde seinen eigenen Kopf vergessen, wenn er nicht angewachsen wäre. Was meinst du mit Flasche verwechselt? Er nimmt immer ein bisschen Zielwasser mit, wenn er jagen geht. Aber der Alk ist noch hier. Also hat er Wasser mitgenommen. Wo ist er? Und was geht dich das an? Das Wasser, das er von Julian hat. Es könnte verseucht sein. Er ist jagen bei diesem Militärturm. Ein paar hundert Meter westlich von hier. Oder er ist bei den Höfen. Ich gehe zum Turm. Du gehst zu den Höfen. Schnell. Warte, warte. Nimm den Alk mit, falls er schon was von dem Wasser getrunken hat. Was da drin ist, tötet bestimmt alles andere ab. Okay, das heißt jetzt, meine nächste Aufgabe ist, Hans zu suchen. Also habe ich ja jetzt bloß seine Frau gesucht. Gefunden. Nicht gesucht. Suche tue ich ja Hans. Aber so habe ich jetzt seine Frau gefunden. Aber ich muss ihn daran hindern, dass er es nicht trinkt. Deswegen müssen wir jetzt ganz schnell zu Hans. Oje, komme ich da jetzt irgendwo rüber? Jetzt wird schwierig. Außer da drüber über das Band. Hier über die... Ja, drauf. Jawohl, wunderbar. Kann ich hier nämlich drüber laufen. Und da müsste nämlich hier noch was sein irgendwo, oder? Also hier zeigt das Ziel. Kann ich hier ein Fernglas nehmen? Ja gut, aber... mehr als Häuser sehe ich hier auch nicht wirklich. Das da drüben ist das andere Ziel. Deswegen ist das jetzt ein wenig schwierig. So, Infizierte natürlich, klar, auf dem Boden. Das ist eine ganz klare Sache. Jetzt gehen wir einfach mal darüber ans Gebäude. Weil hier sehe ich halt gar nichts. Jetzt gehe ich mal hier hoch. Hans? Der ist hier irgendwo. Hans? Ach, du alter Idiot. Hans? Okay, irgendwo ist der hier. Irgendwo hier auf dem Feld oder halt auf dem Gelände. Aber sieht auch nicht so aus. Ah, das Ding zeigt hier nach oben. Ah, ist der vielleicht da oben? Jetzt pass auf, wie komme ich da jetzt nach oben? Nee, das geht nicht. Das bekomme ich nicht hin. Wenn ich jetzt hier zurückgehe, hier hochgehe. Irgendwie drüber. Aha. Da ist so ein Ding. Ja, dann gehe ich hier einfach rüber. Ja, da ist ja Hans. Hans? Bist du Hans? Was willst du? Hast du was von dem Wasser getrunken? Allerdings habe ich das. Schmeckt wie Pisse. Da ist dein Alk. Nimm. Deine Frau hat gesagt, sauf. Nun trink schon. Scheißdreck. Was? Das hat meine Frau gesagt? Meine Anna? Sie glaubt, der Alk ist stark genug, um das Gift aus deinem Körper zu blasen. Ha! Meine Frau? Also liebt sie mich doch noch, obwohl sie immer nur stichelt und rummäkelt. Und da sagt man, Romantik ist tot. Hier, dafür, dass du mir den Tag gerettet hast. Und vielleicht das Leben. Brauchst du Hilfe beim Rückweg? Nee, mir geht's gut. Ich und mein Fläschchen Alk hier haben noch einen wichtigen Termin.
Okay. Jetzt müssen wir nur noch Hans hatten wir jetzt gerade, Marco, den Wasserlieferant, finden und ich vermute stoppen. Weil wenn er ja das ganze Wasser vergiftet, das hat ja keinen Wert. Das bringt ja den Menschen gar nichts. So, jetzt gehe ich hier rüber. Ja doch, das müsste okay sein. Servus. So, da. Wie komme ich da rüber? Dann könnt ihr nämlich auf dem Seil da. Zack. Ah ja. Dann kann ich nämlich hier auf der Leitung laufen. Nein. Ja. Das ist wieder mein Könner. Das ist ganz normal. Zack, dann gehe ich halt hier hoch, da rüber. Und da auf das Dach. Alles kein Problem. Aiden, wie geht's dir? Kommst du zurecht in der Stadt? Na, ich war hier und da. Weißt du, die besten Partys gibt's immer im Zentrum. Und genau da gehen wir jetzt hin. Ich habe einen Plan, wie wir da hinkommen. Ich erzähle dir gleich alles. Wir treffen uns auf dem Dach nahe der U-Bahn-Hauptstation. Okay, aber das mal jetzt hier erstmal fertig. Das heißt, hier in dem Haus muss irgendwo Marco sein. So, hier raus. Annette normalerweise nicht. So, dann gehe ich mal hier runter. Hier mal öffnen. Dunkel, Taschenlampe. Oder geht's runter? Aber das kann. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Es kann sein, dass ich da runter muss. Die Leiter. Das ist eine normale Leiter. Da muss ich doch vielleicht da runter. In dem Fall gehe ich da runter. Zack. Und zack. Da ist hier eine Leiter. Okay. Also wie das aussieht, muss das doch stimmen. In dem Fall. Das nehme ich mit. Aber die Musik gefällt mir gar nicht. Aber klar, Infizierte sind hier ja auch. Zack, mach euch kurz kaputt. Er muss halt bloß aufpassen, weil es jetzt 4 Stück sind. Zack, einer tot. Ah ne, nicht ganz. Zack, jetzt einer tot. Ah doch, 2 tot. 2, 3. So, du bist tot. Wunderbar. So, jetzt nehme ich klar. Oh, leer. Super. So, hier ist ein Generator. Jetzt kommt's drauf an. So, zack. Zack. Aha, da ist noch was. Nach langem Suchen. Jetzt gehe ich mal da rein. Ah ja, da ist er ja. Toll. Noch ein Wasserdieb. Das hat mir noch gefehlt. Bei all den Dieben und Infizierten bin ich bald pleite. Ich bin hier, weil ein Typ namens Julian behauptet, du verkaufst vergiftetes Wasser. Ich habe gar nichts vergiftet. Klar? Na, Julian behauptet was anderes. Ja, klar. Hör nur auf den Typen, der mir mit Gips gestrecktes Mehl angedreht hat. Wenn du kein Dieb bist, warum bist du dann bei den Infizierten? Ich muss diese Bazillen da unten loswerden. Wenn nicht, bin ich hier erledigt. Giftwasser oder nicht. Also gut. Ich verscheuche die Infizierten und du sagst mir, was los ist. Abgemacht? Gut. Abgemacht. So, das heißt, ich muss jetzt erstmal die Infizierten unter töten. Das heißt, ich muss jetzt wieder. Geht das hier runter? Nee. Ah, nee, da ist zu. Ich muss wieder zu meiner Leiter, wo ich dann weiter runterkomme. Ah, von hier bin ich gekommen. Jetzt gehe ich runter. So. Jetzt sind hier nochmal Gegner. Entweder hätte ich es mir vorher sparen können. Oder die wären jetzt dabei gewesen, das weiß ich nicht. Aber zack. Oh, lass mich doch in Ruhe. Was wollt ihr jetzt auch alle von mir? Ich mach doch gar nichts. Bloß euch töten. Ich will euch bloß töten. Weil ihr seid infiziert.
Oh, kommst du doch ruhig da, ne? Zack. Kloster du, zack. Du bist auch tot. So schnell geht das. Und da erstmal überall rumschreien, dass dich jeder auch hört. Der hat 6 Geld dabei. Oh, die hätten jetzt auch was dabei. Vielleicht waren die andere dann leer, weil es nicht notwendig war in dem Fall. So, dich ziehe ich noch mit rein. Oder ne, dich lasse ich draußen, zack. Auf dem Weg, Bursche. Gut, du bist in Sicherheit. Also, was hat's mit dem Wasser auf sich? Warte. Du bist also wirklich einer dieser räudigen Pilger. Räudig? Jetzt sind wir sicher. Musst ein scheiß Krimineller sein oder vollkommen durchgeknallte, hunderte von Meilen durch eine Welt mit Befallenen zu latschen. Durchgeknallt im guten Sinn, natürlich. Also, was ist jetzt mit dem Wasser? Mit meinem Wasser ist alles in Ordnung. Ein Mann im Bazar wurde vergiftet. Wenn er stirbt, wird man dir die Schuld geben. Ach, verdammt. Okay, ein Unfall, okay? Nur wegen den verdammten Dieben. Dieben? Ständig klauen sie mir mein Wasser. Ich hab die Nase voll. Also habe ich ihnen eine Falle gestellt. Du hast bewusst das Wasser vergiftet, um die Banditen zu töten? Nicht ganz. Zumindest sollte das nicht so sein. Ich habe mal einen Befallenen getötet, der hier angekrochen kam. Und der Kerl fiel in ein Becken. Es war natürlich ruiniert. Da kam mir eine Idee, warum diesen Bastarden nicht eine Lektion erteilen. Also füllte ich ein paar Flaschen mit Zombie-Wasser und stellte sie so hin, dass man sie leicht sehen konnte. Die sollten nie auf den Bazar kommen. Ich war wohl besoffen und hab Julian ein paar Flaschen davon verkauft. Ich geb dir alles Mehl, das ich hab, und leg noch was drauf. Nur erzähl's niemandem, sonst bin ich ruiniert. Sei einfach ehrlich und erzähl deine Geschichte auf dem Bazar. Es war ja ein Unfall. Bist du bekloppt? Niemand würde je wieder einen Tropfen Wasser bei mir kaufen. Ich lasse nicht zu, dass Julian für eine Sache hängt, die er nicht getan hat. Scheiß auf Julian. Ich muss meine eigene Haut retten. Das ist eine Geschichte, die du nicht erzählen wirst. Ich kann dich sehen. So, jetzt bist du dran. Weil du kannst hier nicht die Leute vergiften. Dafür sorge ich, dass du vorher stirbst. Oh, jawohl. Ja, ich bin ja sehr gut dabei. Schon über Hälfte des Lebens weg. Zack. Ich kann mich aber auch nicht heilen. Fällt mir jetzt gerade auf. Aber das kriege ich auch so hin. Das ist gar kein Problem. Zack. So, der ist eh gleich tot. Zack, fertig. So schnell hat sich das. Große Fresse und nichts dahinter. So, jetzt. Öffnen. Sonst kann ich ja nichts mehr nehmen, oder? Nee. Ich glaube, nichts mehr Interessantes. Jetzt muss ich nämlich zum Bazar zurück. Das mache ich aber auch wieder hier oben. Die Infizierten können ruhig ihn zerfleischen und ihn essen von mir aus. Er ist jetzt tot und die Gefahr ist ausgelöscht. Es kommt jetzt halt bloß drauf an. Es sind jetzt bestimmt noch viele Leute das Wasser. Das ist bestimmt nicht so gut. Weil die werden ja auch komplett vergiftet. Aber ja, da kann ich bis jetzt auch noch nichts machen. Aber wenigstens ist er jetzt tot. Und kann er jetzt nicht noch mehr Leute vergiften. Deswegen, das passt ja schon mal sehr gut. Ich vermute jetzt, dass ich jetzt zum Bazar zurück muss zum... wie mache ich das jetzt? Das muss ich kurz gucken. Ah, nein, nein, nein. Ja, gut. Ich weiß nicht, ich rutsche dann immer öfters ab. Ich weiß nicht, ob ich bloß das Problem habe, weil ich zu dumm bin oder woran es liegt. Aber jetzt gucke ich gleich. Ah, da kann ich wieder nach oben. Aber lasst mich in Ruhe. Zack, darüber.
Jawohl. Weil jetzt hat man Skratschoks hier, die sind jetzt schon, wie soll ich sagen, aufgewühlt. Was für ein Schritt. Und das muss ja nicht unbedingt sein. An das Seil und rüber. Bin ich hier nicht gerade vorher sogar hergekommen? Das wäre ja krass. Jetzt gehe ich aber hier hoch. Hier hoch und darüber. Weil ich will nicht schon wieder unterlanden. Das bringt es dann gar nicht. Zack, hier oben drauf. Da drüben ist ja schon die Kirche. Wenn ich mich recht erinnere, hat Oma immer Zack. Ein paar Kamillen. Ja, doch, ich schaff's. Sehr gut. So. Servus. Servus, servus, servus. Ich bin nochmal weg. So, jetzt gehe ich hier rüber. Ah, jetzt kann ich ja hier runter. Zack. Hier kann ich eigentlich das Seil nehmen. Geh nochmal hier hoch. Zack. Gehe ich mit dem runter. Sind da unten Infizierte? Keine Ahnung, weg da, weg da. Sobald ich drin bin, bin ich in Sicherheit. Weil hier ja das Licht ist. Zack. Und jetzt bin ich in Sicherheit. Jetzt gehen wir hier rein. So. Servus, servus, servus. Ich bin auch wieder da. Jetzt mal schauen. Was ist hier los? Bevans Mann ist tot. Julian wird beschuldigt, ihn durch vergiftetes Wasser ermordet zu haben. Elton, bitte. Sag ihnen, dass ich das nicht war. Julian ist unschuldig. Ein Befallener ist in das Wasserbecken seines Lieferanten gefallen. Der hat dann Julian in betrunkenem Zustand das Wasser verkauft. Es war kein Mord. Würdest du das vor dem Rat des Bazars beschwören? Ja. Wo ist der Lieferant? Er wird vor Gericht gestellt. Marco ist tot. Ich hab ihn getötet. Dann hab ich hier nichts mehr zu tun. Schon gut. Ich vergebe dir. Marco ist Abschaum und hat bekommen, was er verdient. Danke, Aiden. Die Hälfte von meinem Mehl gehört dir. Das mit Gips gestreckte Mehl? Hä? Nein. Hast du denn das gehört? Oh, ja, also einmal, aber... Behalt dein Gips. Bezahl mich einfach und wir sind quitt. Also gut. Ich sag Bevan, was passiert ist. So, und damit haben wir auch das Nebenquest abgeschlossen. Dabei würde ich es heute belassen. Und dafür sage ich, danke fürs Zuschauen. Liken, kommentieren nicht vergessen. Und die Glocke aktivieren, dass du kein Video mehr verpasst. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.